Moin Moin, mein Name ist Hanrich der Löwe und wir spielen wieder Ultimate General Civil War. Diesmal am Rio Hill, dem 25. April 1863. Unser Versorgungslager auf dem Rio Hill ist ein paar Meilen nördlich von Charlottesville und wird angegriffen. Charlottesville, egal. So, wir haben zahlreiche feindliche Kavallerietruppen gesichtet, die sich nähern. Sie sind abgesessen und planen einen Angriff auf allen Richtungen. Okay. Die Unionskavallerie ist mit fortgeschrittenen Waffen ausgestattet und besser ausgebildet als gewöhnliche Infanteriesoldaten. Daher müssen wir unsere besten Truppen einsetzen, um ihren Angriff standzuhalten. Unsere Armeen, die in Virginia kämpfen, benötigen diese Vorräte dringend. Schützen Sie um jeden Preis. Ja gut, dann heißt es, muss Heinrich da selber hin und mal dem Blaurücken zeigen, was eine gute Kavallerie kann. So, Start. Mal gucken, was wir verteidigen. Zahlreiche Kavalleriesoldaten der Unionisten nähern sich unseren Versorgungslager. Sie dürfen zu Stone Means Cavalry Corps gehören, das Virginia im Osten überfällt. Wir haben einige Brigaden hier stationiert, die diese Yankees aufhalten können. Wir haben irgendwo von zwei Seiten angegriffen. Ein Bote wurde gesandt, um unsere Einheiten im Südwesten abzuberufen. Sie werden so bald wie möglich zurückkehren, um uns bei der Verteidigung zu helfen. Okay. So, wir haben keine Kanone. Können wir mit Infanterie machen. Planwagen, Heinrich in die Mitte. 7000 und ein paar zerquetschte Mann haben wir. Können wir die nicht tauschen? Schmeißen? Haben wir nicht irgendwie... Camper haben wir ja. Wir schützen. Müssen ja... Komm. Die Schützen von Ferrero. Dann würde ich sagen, einmal hier. Will mal kurz gucken, ob wir in diesen Feldern mehr Schutz haben oder weiter hinter der Mauer. Sag mal Start. So. Wir können ja Plänke abstellen. Ferrero, wenn ich mal Ferrero kriege. Hallo. So. Denker. Uff, hinten, hinten. Zwischendurch mal einen Schluck Kaffee. Aber wie sieht's hier mit Schutz aus? Deckung. 70er Bereich. Deckung, 70er Bereich. 70. 70. 70, ja. Den Punkt habe ich nur angenommen, um zu sehen, ob von hinten Feinde kommen. Mehr feindliche Einheiten vorrücken, okay? Mal gucken, ob der eine Punkt dann aus dem Halten gehalten werden kann. Nicht, gehen wir hier mal beiseite. Easy, die Bahn 50. Okay.
halten sie schon auf. So. Kavallerie hier nicht in den Rücken reinläuft. Okay, sie laufen. Okay, die Kavallerie wurde wieder zurückgeschlagen. Kanonen. Schließt sich wieder Ferrero an. Alles folgen. So. Ah, jetzt laufen die schon wieder. Der wird ja auch gerade umzingelt. Das wird nichts. So, Pause. Wir haben jetzt Unterstützung. Das heißt, von mit euch dahin und brauchen sofort einer hier. Danke. Hol ihn her. Da wieder hin. Rück Heinrich. Unterstützt die anderen Leute. So, Kanonen decken bitte unseren Flussübergang und Feuer. Was machen meine Kanonen? Bitte, bitte mal darauf feuern. Bitte, danke. So, die Leute flüchten, das heißt, der südliche Punkt, den haben sie eingenommen. Weiter Druck ausüben. So, auf die Kanone. Ach, mal wieder ein Schluck Kaffee. Gut, dann setzen wir hier noch mehr Druck hin. Da ist er. Los. Ihr rückt weiter, wir brauchen mehr Soldaten. Wo kann ich ihn jetzt hier nicht nehmen? Hallo. Spinnt das Spiel irgendwie? Entschuldigung, ich bin gerade ins Mikro gekommen. Ah, die wollen meine Skirmische platt machen.
die, holt euch mal die nächste Kavallerie da. Okay, haben sie. Bleiben doch mal hier stehen. Weiter. Weiter. Hier nicht so weit. Ich habe Angst, dass die mir in die Flanke fallen. Und. Wird mal zurück. Wieder auf die Kanonen. Kanonen auf die Kanonen. Weiter vor. Weiter vor. Und ihr weiter vor. Die laufen. Und weiter. 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 Ah, von rechts kommt eine Kanone. Ah, die lassen wir kommen. Das. Wir wollen den Punkt haben. Weiter. Ah, die laufen. So, da formiert sich aber ganz schön was. Euch auch mal abstellen. Na los, macht sie platt da. Ah, die laufen. Weiter vorlaufen, weiter vorlaufen. Los, Feuer! Scheiße, ich bin durchgelaufen. Los, laufen, 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 laufen. Oh, als werden wir von da welche geflankt. Unsere Mitte ein, soll mir weiß da sein, los, hol zu euch. Ah, oh, sind sie, ey, von hinten flankiert worden. Heinrich, wo bist du? Hol ihn wieder.
Motiviere ihn. Ach, hier unten leben ja auch noch welche. So, Kanonen. Feuer. Jetzt laufen die. Heinrich, zurück. Rennt der da hinten schon wieder? Das gibt's doch nicht. Hier sind ja auch noch welche. Also, die werden laufen. Was passiert denn da hinten? Ich raff's nicht. Hopp, 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 hopp. Geschichte. Und die haben keine Munition mehr. Dann lauf weg. Formiert. Man könnte noch, wo ist mein Wegelchen überhaupt? Da. Du bist zu den Kanonen. Sollte man dich hier inzentrieren? Machen die ist in der Luft, Flucht geschlagen. Und ihr könnt darüber gehen und zurück. Kaffee. Ja, ich habe hier leider keine Kavallerie. Hätten wir echt schon ein bisschen aufräumen können. Ihr trifft dich oder was? Und Feuer! Los, feuert! Wir brauchen zu lange zum Nachladen. Das ist hier Verhängnis. Für uns sieht's gut aus. Kanonen flüchten. Super, hinterher. Na, es hat uns echt viele Leute gekostet. Von unten kommen irgendwo Kanonen. Weiter.
Kanonen da wieder vorsetzen. Die geben nicht auf. Oh, da sind wieder Einheiten. Ups, bleibt man da stehen. Aber wir nehmen den Hügel ein. Lauft mal doppelt so schnell. Stört mich die Kanone hier unten, da können wir jetzt nichts machen. Mission haben wir beendet, schnell nochmal beenden, bevor wir noch mehr Leute verlieren. Wir haben 1600 Mann verloren. Die Gegner haben aufgerundet 2200 Mann verloren. Mhm. Haben aber auch deutlich mehr Mann gestellt als die Feinde. So, was habe ich gesagt? Wir haben aufgerundet 2000 Mann verloren und kriegen 1200 dazu. Ja, hätte mehr sein können für meinen Geschmack. Jetzt sind wir wieder bei 3000 und jetzt können wir nochmal einen Punkt. 20% der Verwundeten werden wiederhergestellt. Yes, sir. So, und die nächste ist dann... Achso, 20% ist dann das... Stufe. Okay. Na gut. Haben oder nicht haben, ne? E.T., was kann man mit dir machen? Ich weiß es nicht. Kann man ja schützen. Ja, dann gehen wir einfach hin und auf Nahkampf. Und dann ist auch der Trupp vollzählig. Der war ja voll bis 1500 und da ist noch eine Menge angekratzt. Die Schützen. Naja, und den Rest, den wir haben, ich glaube, das wird sich hier quasi schon auffüllen. Wenn wir was haben, hier haben wir jetzt langsam fast eine zweite Division voll. Es wird langsam. Aber leider, wie hier, haben wir kaum 2000 Mann, Leute. Immer nur so meistens 1500. Dazu noch kleinere Plänkler-Einheiten. Ist aber einfach der Sache geschuldet, dass wir halt zu wenig leben. So, soweit dazu. Nächstes Mal geht es weiter. Richtig reich, ey. 600.000 Dollar. Abgefangene Nachricht. Die Vorfälle von Rio Hill haben uns eine Sache gelehrt. Wir können diese Rebellen nicht frontal angreifen. Wir müssen sie flankieren, General. Wir benötigen mehr Division, wenn wir dies bewerkstelligen sollen. So. Abgefangene Nachricht. Indem 5100 neue Rekruten zur Verfügung gestellt werden, erhalten die Demokraten weitere Argumente, die sie gegen unsere Beteiligung an diesem Krieg einsetzen können. Wann bekommen wir endlich positive Ergebnisse? Tja, solange ich Ihr General bin, nicht. Ihr Blauröcke. So, die nächste große Schlacht. Minus 5% feindliche Armee. Na, minus 10% also, weil wir die ganzen Vorgefechte.
Wir kämpfen mit einer Armee von... Feinde haben zwischen 100.000, 106.000 bis 111.000 Mann. Ja, das ist nicht so. 10.000 Mann kriegen wir dadurch, wenn wir die Schlacht streiten. Und ich hoffe, wir werden sie gut streiten. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir doch netterweise einen Kommentar oder ein Like wäre auch schön. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.